So Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Saphir. Wir waren hier nicht, ich weiß nicht, ob wir hier stehen geblieben sind. So, Pokémon. Good to know. Okay, dann gehen wir hier raus, haben wir überhaupt die Münzbox schon mal wenigstens, das ist mal sehr schön. Haben wir sie? Ah, Münzkorb, okay, gut. Gut. So, das Einrad hat er auf Select getan, okay, gut so. Und jetzt machen wir die Arena, glaube ich mal. Oder haben wir die schon gemacht? I don't know. So. Ja, sieht so aus, als hätte er sie schon gemacht. Oder? So, ich schaue mal nach. Haben wir die schon gemacht? Optimismus erfüllt mich, wenn ich so viel versprechende Trainer wie dich sehe. Okay, haben wir gemacht. So, dann geht's hier weiter, okay. Alles klar, Bros. So, da geht's entweder diese Runde, Route hier lang. Warte mal, wo wollen wir denn lang? Ich schau mich mal jetzt erstmal auf der Karte um. Aber ich hab eine Karte. Warte mal, Pokénav, oder? Genau, Karte Hoenn. So, wir sind hier. Wenn wir jetzt nach links gehen würden, sind wir in Wiesenflur. Und wenn wir nach oben gehen würden, sind wir einfach nur auf einer Route. Oder wir können auch nach rechts gehen, aber ich gehe erstmal nach links. Also ich denke mal, Wiesenflur ist erstmal eine ganz schöne Stadt, die wir auch mal besuchen sollten. Und da ist auch ein Poképension-Trainer. Lass uns deine Pokémon aufziehen. Das mache ich doch gerne. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Ich war total überrascht. Natürlich. So, Malvin Frost City. So, Ice Soul. Wen wollen wir als erstes rein tun? Ricardo, oder? Komm, lass mal die rein. So, ich möchte hier die Bären holen. Yeah, schön. Yeah. So. Ja, bla bla bla. So, wir kamen ja von hier, oder? Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Okay. Ich mache erstmal die restlichen Trainer hier. So. Eine Herausforderung von Pokémon-Züchter. Och nee. Der hat bestimmt tausende. Och, Winguls, ey, die sind voll nervig. Flügelstärke in deine Fresse. So, stirb. Bitte stirb in deinen Nacken. Muss die 6 Pokémon haben. Ganz ehrlich, das ist so dumm. Das ist sau lame jetzt ein bisschen. Wird auf jeden Fall sehr lange dauern, aber die sind nicht so stark, deswegen kriegen die auch meistens einen One-Hit. Außer dieses Pokémon. Das hat natürlich eine gute Verteidigung. Sollte man schon aufpassen und... Also auch nicht so unterschätzen, diese Leute hier. Als nächstes wird Goldine in den Kampf geschickt. Okay. Ein Fisch über Wasser. Kann natürlich sehr gut kämpfen, natürlich. Natürlich, haben wir schon gesehen, ne? Das könnte eigentlich auch gar nichts machen, aber gut. Nassmacher, verdammt. Aber das bringt gar nichts, weil ich kein Feuer-Pokémon bin. Das bringt sowieso nichts. Als würde ich ein Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon kämpfen lassen. Das ist Dummheit. Das machen nur dumme Leute, so. Außer sie haben keine andere Pokémon, das ist was anderes, aber... Sonst, nee. So, Flügelschlag, Bams. Jetzt stirbst du, weil das deine Schwäche ist. Geilomati, Knilz, der Knilz, Papa. So, verpiss dich, du Pisser. So. Als nächstes wird Roselia in den Kampf geschickt. Ist mir egal. Du bekommst erstmal einen fetten Tritt. Ja, genau, Flügelschlag. Denn du bist ein Pflanzen-Pokémon. Und kriegst einen One-Hit damit ab. Ah. Wir haben leider nicht so viele Pokémon, deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen, wie wir unsere Pokémon verteilen. Was ist Eneko? Das ist doch irgendwie so ein Evoli-Viech, oder? Ja, genau. Ich weiß aber gar nicht, ob das ein Normal-Pokémon war. Ja, es war ein Normal-Pokémon. Okay, ist aber tot. Ist ja auch scheißegal. So, ich möchte bald einen Fritzeblitz fangen. Ja, sie sehen sehr gut aus. Ja, natürlich. So, bitte. Möchte ich auch mit dir kämpfen, du Pisser? Ich bin mitten in einem Triathlon, aber lass uns dazu kämpfen. Okay. Aber was bist du für ein Viech? Du bist doch so einer mit Kampf-Pokémon oder mit Flug-Pokémon, okay? Verstehe ich nicht. Naja, so, Flügelschlag. Wir haben leider keine anderen Pokémon. Das ist irgendwie ein bisschen lame. Aber ich weiß auch gar nicht, welche Pokémon ich fangen sollte. Yeah, bitch. Flügelschlag. Oh.
Wir haben 3 Pokémon, glaube ich, und wir brauchen noch 3 Pokémon, die an unser Team gehören. Ich habe keine Energie mehr. Ja, ist gut, ist gut. Ist ja schön für dich. Behalte es bitte für dich, okay, Brother? So. Ich trainiere mit meinem Pokémon mit und bin mit meiner Fähigkeit echt zufrieden. Ich möchte ein Pokémon fangen, aber woher denn? Wo denn? Wo finden wir denn Pokémon? Dodo wird von Tretlet Jutta in den Kampf geschickt. Ist gut. Nein, nicht Doppelteam. Naja, egal. Doppelteam ist auch nicht mal so schlecht. Dann trifft er wenigstens nicht so oft. Aber mit Verfolgung trifft immer. Das ist ein Scheiß. Das ist eine Scheißattacke. Der Flügelschlag. Blab. Bams. Ah, Volltreffer. Geil. Nice, Omati. Das ist schön. Das ist super schön. Oh, Level 22. Geil, Omati. Ricardo, du bist echt der Killer, ey. Ich glaube, ich muss viel mehr üben. Hey, Ricardo entwickelt sich, okay. Cool. Geil, Schwalboss, Bitches. Geile Marty. Was ist mit dir los, Alter? Die Luft ist hier wunderbar frisch. Okay. Und wieso, okay, ich sag lieber nichts dazu. So, hat jemand einen Zerschneider? Ja, genau. So, vor allem Sklave, benutzt Zerschneider und dann können wir hier nach oben. Bitch, und ich möchte das Item haben. Gibt's überhaupt hier gescheite Pokémon, die ich unbedingt fangen möchte? Oh, ein Käfer-Pokémon. Hey, das ist ja mal voll süß. Sieht doch voll süß aus. Aber kein Problem, Schwalboss haben wir jetzt. Geil, Omadi. So, Joker hat Beleber gefunden. Drap, drap. So, perfekt. Ach, scheiße. Müssen wir jetzt ins, irgendwo hin randen. Roselia, blablabla. Aber ich möchte auf jeden Fall einen Fritzelblitz fangen, aber woher denn? Woher? Wo finde ich denn eins, bitte? Bitte, bitte. So, was ist denn hier alles? Los. So, ich möchte mit dir kämpfen. Was meinst du, Sinisblumen? Ich wurde schön. Ich hab's dir alle selber gepflanzt. Okay, weiter geht's mit dem Streber. Eins war ich ein Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zum Pokémon hat sich nicht verändert. Okay. Du treibst es ja nur mit Käfern, oder? So, Käfermaniac, bla bla bla, Burkhard, okay. Kein Problem für Schwalboss, das ist ja sein... Ist ja kein Problem. Es sind ja Käfer, die haben eine Schwäche gegen Flug. Null Problem, Bitches. Null Problem. So, kommt noch mehr. Pudox. Was ist ein Pudox? Ist aber auch ein Käfer, oder? Denn Käfermaniacs haben nur Käfers. So. Bam. Pudox ist in deine Fresse, du Lappen. Oh yeah. Der kann nichts tun, dieser Lappen. Papinella. Papinella, du wirst in den Hundekeller geschmissen. Du kleiner Ficker. So, Bams. Nach diesem Battle wird dich Lucifer erwarten. So. Perfekt, Papinella ist tot. So. Meine Ungeschicktheit ist auch ungebrochen. Ja, das weiß ich. Brother. Brother of Malaga. So, was bist du? Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Okay. Why not? Du... Och nee. Pokémon Zücht, och nee. Na dein Ernst. Schon wieder 6 Pokémon besiegen, Alter. Sau lame und langweilig. Das sind viel zu viele Pokémon. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Aufruhr, genau, Alter. Der kann natürlich das hier. Gut, Aufruhr ist ja auch nicht mal so stark. Aufruhr wird immer stärker je Runde. Das ist genauso wie diese eine Attacke da. Wie ist diese nochmal? Wie heißt diese Attacke nochmal? Scheiße, das ist von der ersten Generation. Wickel, genau wie Wickel. Bloß, dass sie nicht immer zu angreift, sondern immer nach einer Runde angreift. Also immer nach einer Runde wird sie immer stärker. So, Flügelschlag, Bams. Wir haben auch nichts gegen Normal-Pokémon, deswegen lasse ich erstmal Ricardo drinnen. Bis er sich auch ungefähr auf denselben Level gelevelt hat. Stolonia. Okay. Und dagegen haben wir leider auch nichts. Haben wir nichts. Haben wir nichts, Brothers. So. Wobei doch, wir haben ja... Och Gott, bin ich blöd. Ja, ich wechsle mal. Wechsel mal das Pokémon. Wir haben ja Ace Owl. Das Ace Owl. Das Arschloch. So. Gärtner, okay. Das machst du gut, du Gärtner. So.
Jetzt gibt's aber auch erstmal auf die Fresse mit Lebensschelle. Nee, mit Lebensschuss. Lebensschuss ist ja viel stärker als Lebensschelle. Der Lebensschelle ist ja so wie Lehm. Eine Schelle einfach, eine normale Schelle, Bitches. Die ist ja nicht so stark. So, als nächstes wird Vivien in den Kampf geschickt. Ne, gegen Vivien kann man ja einfach mal drin lassen. Das ist ja kein starkes Pokémon, das ist ja einfach ein normal Pokémon. Ich glaube, das war sogar Unlicht, oder? Kann das? Warst du Unlicht noch? Nee, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Schwalbini. Schade, dass wir keinen Blitz-Pokémon haben. Schade, Mann. Schade. Dann hätte ich das so gerne gegen ihn angesetzt. Aber was willst du tun? Wir brauchen Fritzelblitz, aber wo finden wir denn eins? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich müsste mal mit meinen Together-Partner mal besprechen, wo es Fritzelblitze gibt und so weiter. Was wir noch für Pokémon reintun und so. Weil ich kann ja jetzt nicht einfach bei euch Pokémon fangen und die dann ins Team nehmen. Das wäre ein bisschen nicht schön. Das ist natürlich nicht fair. Wir müssen natürlich uns ausmachen und das ist ein Kampf-Pokémon, ist gleich tot. Gut. Dann haben wir ihn besiegt. Sehr gut. 11 Minuten ist der Part schon. Ist schon lang, ist ja schon lang. So, Wiesenflur. Sind wir jetzt gleich. Und du hast einfach ein großartiges Pokémon. Okay, gut, 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 danke schön. So, jetzt sind wir in Wiesenflur. So, hi, Brothers. So, was ist das? Pokémon-Wettbewerbe, Normalklasse, Registrierung, ey. Kommt alle her, ihr, keine Ahnung. So, was ist das denn hier? Metaflow-Tunnel, die Verbindung zwischen Metaros City und bla bla bla. Das Tunnelprojekt wurde abgebrochen. Wir haben doch jetzt den Zerschneider, oder? Den Trümmerer, meine ich. Den können wir jetzt kaputt machen, den Stein hier. Okay. So, genau. Power im Sklave. Ja, welche Attacke hast du denn alles? Tackle, Heuler. Tackle, weg mit dir. Du bist nur ein Sklave, also passt das schon. So, sehr gut. Blitz solltest du eigentlich auch können, oder? I don't know. Achso, Janis kann sie, okay? Gut. Dann gehen wir hier weiter, Bitches. Was ist da hier eigentlich? Geil! Da waren wir noch gar nicht. Hat KP Plus gefunden. Okay. Geil, hier sind auch noch so Einkerbungen. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Okay, wo ist sie denn? Keine Ahnung, wo sie ist. Du müsstest hier irgendwo versteckt sein, oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mensch. So, weiter. Okay. Oh nee, ich will hier nicht antreten. Wer nennt man einen ungestimmten Mann hoch im Gebirge? Eine Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen? Ein Berg-Pokémon. Bergfreund ist doch was anderes als ein Bergmensch, oder? Vollidiot. Na egal. So sind die Leute heutzutage. So, dann holen wir Ace Hole, weil es sind Boden-Pokémon, Leute. Das ist schwierig. Als Flug-Pokémon gegen die anzukommen. Lehmsula, scheiße. Elektrizität, ja toll. Was bringt denn die Attacke? Ich meine, Elektrizität ist sowieso, also die können ja sowieso keinen Boden-Pokémon treffen. Was ist das für eine Logik, Alter? Was ist deine Logik, du scheiß Pisser? Du kleiner Kleinsteinficker. So Kleinstein, Alter, fick dich. Alter, hast du nur kleine Steins oder warum? Hast du sie alle auf dem Weg gefunden hier? Ja, ich glaube schon, der hat sie bis hierhin gefunden, also. Auf dem Weg bis hierhin hat er 3 Kleinsteine gefunden und hat sie aufgehoben und dann waren unten drunter noch Insekten. Aber die hat er natürlich nicht mitgenommen. So, Ricardo, Bitch, komm her. Ricardo, Mensch. Macholo wird von Mandare Melvin in den Kampf geschickt. Okay, ist mir egal. Flügelschreck in deine Fresse, du Bitch. So, du Pisser. Oh, Macholo, der hält seine Fresse, dieser Schwuchtel. So, schön. Ricardo hält, bla bla bla. Mandare Melvin wurde besiegt. Meine Pokémon haben alle Energie verloren. Du langweilst mich so sehr, ey. So, ich möchte jetzt diese
diese Steine zertrümmern, damit diese Paare zusammenkommen. So, Zertrümmerer, Bitch. Wow, du hast den Felsen einen Weg blockiert, der einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und kann und daher möchte ich dir diese VM geben. Dankeschön. So, packt VM. Diese VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Aha. In einem Zimmer? In deinem Zimmer eher gesagt. Und das im Gangbang-Party-Badge. So. Und dann haben wir schon mal was Großartiges geleistet. So, wollen wir noch zurück zu der Stadt? Ja, komm, gehen wir zurück. Mann, jetzt verpiss dich. Man, verpiss dich, ihr scheiß Pokémon. Habe ich überhaupt Schutz oder sowas? Ich wünschte, ich hätte es. Würde mich mal voll interessieren, ob ich Schutz dabei habe. Schutz ist dabei oder nicht? Natürlich nicht. Aber ich habe Fluchtseil. Hm. Aber brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, ne? Kann ich da überhaupt durch? Nee, ne? Wir haben ja auch kein Fliegen, das heißt, wir müssen wieder zurücklaufen. Och Gott, ist das nervig. Aber wir sind jetzt so weit gekommen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir noch zurücklaufen. Jetzt müssen wir noch zurücklaufen. Komm schon. Der Part wird doch sowieso nicht so überlang, oder? 16 Minuten bis jetzt ist ja nicht lang oder so. Ist ja nicht lang, Leute. Och, piss dich jetzt, du scheiß Pokémon. Ach, du Pokémon-Händler. Alter. Was war denn los jetzt? Ich hätte fast meine eigene Kotze geschluckt. Was für Kotze, was laber ich da? So, jetzt zurück hier runter. Ach, Mann, jetzt hör auf. Alter, Flummel. Dein Penis ist so klein. Ich sehe es gar nicht mehr durch dein Brautkleid, du kleiner Schwuchtel. So, jetzt hau mal ab. Dup, dup, dup. So, was ist das denn noch hier? Pokémon-Wettbewerbe. Ja, stimmt, das sollten wir auch mal machen. So. Wir chillen erstmal unseren Arsch. Was ist das denn? Heikes Haus. Heike, Heike, meine Brudi. Nein. Ah, stimmt, das ist die Schwester von dem Typen da. Ah, ich habe gegen dich verloren, Jokic, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler werde ich mich auf die Arena herausfordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Jokic. Bald bin ich stärker als du und dann werde ich dich zu einem neuen Karims herausfordern. Ich werde dich zu meinem Sklaven machen, du Pisser. So, jetzt lassen wir zurückgehen. Wir müssen da sowieso nichts mehr machen. Gut, das Pokémon-Wettbewerb können wir noch machen. Was ist das eigentlich? Würde mich mal voll interessieren. Was ist das eigentlich? So, würde mich mal voll interessieren. Ja, komm. Hallo, wir nehmen Anmeldung für die Normalklasse Pokémon-Wettbewerb entgegen. Jeder, der eine Wettbewerbskarte besitzt, darf teilnehmen. Wenn du keine hast, kann ich das sofort einen ausstellen. Ja, möchte ich. Dup, 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 dup. So. Im Pokémon-Wettbewerb zeigen vier Trainer jeweils ihre Pokémon einer Jury. Der Wettbewerb besteht aus zwei Durchläufen. Im ersten Durchlauf wird geprüft, wie gut das Pokémon beim Publikum ankommt. Im zweiten Durchlauf muss das Pokémon mit Ausdruckskraft seine Attacken überzeugen. Die Attacken müssen sorgfältig gewählt werden, damit sie dem Juror ins Auge fallen und das Publikum begeistern. Versuche die Attacke gut zu platzieren. Am Ende werden die Ergebnisse beider Durchläufe addiert. Das Pokémon mit dem besten Ergebnis wird zum Gewinner erklärt. Soll eines deiner Pokémon an einem der Wettbewerbe teilnehmen? Am Cool-Wettbewerb. Welches ist das coolste Pokémon? Ich glaube Ricardo, oder? Oder Ace-Ole. Komm, Ace-Ole. Ja, ist mein Wettbewerbs-Pokémon und ja, Nummer 4, bla bla. Bitte folge mir und viel Glück. Ja, geil. So. Hallo, wir fangen nun mit einem Normalklasse Pokémon Cool Wettbewerb an. Die folgende Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. MC Teilnehmer 1, Fritzel von Bertram. Stolly von Maria. Pivi von Jimmy. Und bei mir?
Ja klar, keiner liebt beim Pokémon. Verdammt. Nun haben wir alle vier Teilnehmer Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Und ohne weitere Verzögerung kommen wir zu der Bewertung. Bewertung läuft. Die Bewertung ist nun abgeschlossen. Während diese ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Konkurrenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie uns mit ihren Vorführern den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Ausdruck 1. Welche Attacke wird gezeigt? Ich glaube, das sollte Ausdruck machen, oder? So stark war der Attack jetzt nicht, ne? Brille ist auch nicht so stark. Alter! War voll die Billigattacke! Alter, wie viel bekommen die? Achso, Anmut zählt auch. Ja, okay. Aber wir sind Erster. So. Tackle, nee. Lehmschuss, oder? So. Lehmschuss. Was soll denn der Mist? Alter, Donner ist ziemlich geil. Mann! Wieso sind die so beliebt und meins nicht? Verstehe ich nicht. Mensch, das ist doch voll behindert. Ja, klar! Natürlich! Ja, klar! Bodycheck ist so... Ja klar, natürlich. 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 Tackle. Mann, es ist doch voll unfair. Sie bekommen nicht so viel Applaus und ich nicht. Alter, zu viel Applaus für so eine scheiß Billigattacke. Da macht's ja schon wieder dasselbe. Natürlich! So, bitte. Tackle. Jetzt kommt die vierte Attacke. Ich mach noch mal Ackerknarre. Ja, natürlich! Alter, was ist da los? Was ist mit dir scheiß Pisser los? Ist klar, du bekommst so viel Aufmerksamkeit. So was so dummes, Alter. Mann, es ist sau unnötig. Sau dumm. Wie wollen wir die schlagen? War auch schon eine coolere Attacke. Ja, natürlich. Mann, immer Anmut ist nicht gut. Ja, ist schon klar. Wir sind Letzter, ja, super. Toll. Scheiße. Achso, es gibt ja noch Ausdruck 5, okay. Lebensschuss. Nee, Tackle, nee. Lebensschelle.
Aber es wird doch jetzt sowieso nur wiederholt. Alter. Funkensprung ist... Okay. Das ist nämlich eine gute Attacke. Boah, die Coolness muss ich hier mal machen, Alter. So, Lebensschelle, komm. Sehr gut. Geil. Wieso denn nicht? Immer dasselbe Scheiß. Die Bewertung ist auch hier beendet. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun zu dem, was unseren Puls höher schlingen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Wir werden nun den Sieger bekannt begeben. Ja, super toll. Scheiße. Unfair. So, unverdient, Alter. Mein Pokémon ist seltener als seins. Teilnehmer Nummer 2, Mario und Stolli. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Natürlich. Bitteschön, bitte, dies ist dein Preis. Solche Huren-Söhne. Solche Huren-Böcke. Fickt euch, ihr Huren-Söhne. Im nächsten Part geht's bei Teowak hier weiter. Also haut rein. Ciao! Mein Pokémon Zaphir.